Grano, Amir. Unterwegs in einem G-Wagon. In Kaffee und spiele Backgammon. Wer will sich Bestie aller Kopf? Albania, Italia, Mafia, in Top 4. Und seid ihr bereit, Leute? Brauch ich was zum Lachen, nur dann werdet ihr zum Thema. Mein Style, keine Fehler, Bomberjacke, Daily Paper. Und ein Dresscode eines Lehrers, dieser Rapper war kein Streber. Du warst die nächste Generation, die mich zum Rappen brachte. Du hast mich aufgezogen, als ich glaub ich dachte. Weißt wie viel du bedeutest. Es ging mit dir ab, alles in der Windstraße. Ich bin Shampoos
in die Welt. Bruder, ich bin an der Liga. Ficke Bitches rausiviert. Profispieler, nicht mehr Lieder. Du willst Banken, Kleider, geh mal weiter, Bitch. Du willst Stempel, geh mal weiter, Bitch. Du willst Lila Scheine, geh mal weiter, Bitch. Wenn ich die Visa zeige, geh mal weiter, Bitch. In deinen Augen steht der pure Neid. Nämlich Pablo Esco, denn ich schlug Fly. Und es tut mir leid, wenn es für meine Schreie. Du verpasst dich, Strophima und kein Alkohol. Warst du Braun und Burberry? Ich will dich nicht keine sehen. Du willst mein Blatt, Bruder, schau auf meinen Vater. Ich soll raus zu meinem Vater und mein Großvater. Ich hab zu weit, ich muss immer weiter Party nehmen. In der Zeit trag und hey, ich fühle mich bequem. Ihr seid nur Jungs, die denken, die werden was erreichen. Meine Mio und deine Frage, wie lange wird es reichen? Mein Bachol, Black, Weiß, El Katara. Sie denken, sie sind sicher, Hilfsquad auf Yamaha. Warst du Trainings, seid Pisser und mit Vater. Kleure Party, währenddessen nach die Kasse. Siehst du nur in meinem Blendung? Straßenrap, kein Techno, deine Kleider, keine Drecksau. Ich werd mich ab, hol mein Schnapp und dann an dem Kloss. Der Igami steht auf Rauch, den die Bubble hat. Mein Arsch und die Kalasch, wenn du lieber Wimpel machst. Zittern vor Gericht, doch wachen allein auf Kampfsportler. Kopf, der Schaf, rede nicht, zieh dir ein Messer durch dein Gesicht. Das, was deine Leute reden, stimmt mehr als die Hälfte nicht. Ich bin kein guter, ja, das weiß ich. Du schickst Panas nach Akteneinsicht. Ich bin 30 und ich zeig mich, wenn ich abweiß, der Rest ist peinlich. Hört sich nicht mit euch, weil ich freundlich war. Mit Nasen, der Mies läuft nicht alle auf Ausstieg. Jeder war käuflich, als Jäger, der gut ist. Geh bei Deko, Vater, Schad. Hör kein Wort, was Vater sagt. Ratten kommen, sie wollen mein Hack. Sind im Bett und rauch mein Blatt. Sind die Gang, sind die Scheiß, hau ab. Jeden Tag durch den Schlag. Scheißegal, was dein Vater sagt. Jeder von uns kriegt den Hammer ab, der Irani. Rauch kein Stand, wie du hast schon behasst, der Irami. Keine Sympathie, brech dir die Nase, der Irami. Hab ein Ohr um, Kira tut der Hand, der Irami. Denn ich will, denn ich hab, wenn ich hab, der Irami. Der Irami, der Irami, der Irami, der Irami, der Irami, der Irami, der Irami. 3-2 Block, Kopf ist Kammer. Chill, Jungs, die sind alle auf. Esse jeden Tag wie ein Pascha. Hammer, 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 Hassler. Ihr seid Fotzen, wir sind Macher. Ich bin der einzige Motherfucker und wer was anderes sagt. Von Mutter Jenny, ja, Mutter. Von der Straße für die Straße. Auf nur auf Wege. Es ist zu viel Zeit vergangen und wir freuen keinen Tag. Vielleicht sind es ein paar Jahre, vielleicht sind es auch nur. Doch so lange pack ich Kilos auf die Bande. Frag, was ich dann mach. Ich hab keinen Ersatz, liegt dir schon seit Tagen wach. An dem ich wollte, dass etwas ist. Ich bleib stark, ich sag ihm nichts. Ich behalte es für mich und so lang, bis es mir zerbricht. In mir hat ein Zehn, hat mich angesehen. Ich hab das Zehn, hatte wie ein Part im Leben. Fragt auf wen, guck ich hab mit mir einen Deal. Aber langsam wird zu viel, ich steig ins Auto und ich flieh. Schick es zum Anpilgrim und Naturell. Also werde der bestraft nicht im Hotel. Vor deinem Ruf steht dir gut und der Welt hört dir zu und die Welt kommt von mir und zerschellt. Denk es an, Pellegrin und Naturell. Was auf Erde, denn ich schlaf nicht im Hotel. Vor deinem Ruf steht dir gut und der Welt hört dir zu und die Welt kommt von mir und zerschellt. Baby, komm, schlag einfach ein, gut, das kann so einfach sein. Weiß nicht, wo ich hin will, doch ich weiß, ich möchte bei dir sein. Sonnenschein auf dein Gesicht, der verlange ich doch nicht fahren. Küsst dich Italien, glaube ich, hab dich verliebt. Und nach Franz und die Provence, gib den Bergen eine Chance. War zu fett, war zu fett, wollte sehen, woher es kommt. Schon mir klar, was mit ins Dach, und ich teile, was ich hab. Sehe Köpfe unter Druck, bitte gönn mir wieder einen Schluck. Hey, 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 alles zu, was hier, was hier, was hier. Okay, könnt ihr schon so, wir gehen noch einmal. Komm, wir gehen, Pussy, hier ist ein Motherfucker. Vielleicht fallen wir das Raster, wir machen die Parade. Deine Blende ist so warte, deine Hunde, komm, wo kommt die raus? Diese Teste macht Platz, mach Schnapp in der Siedlung. Alle Fenster fliegen um, nur der Bunker Kilos. Hast du deine Vito, 100 Tipps und Kilos. Dein Mal ist Zielos. Diese Jungs fliegen Rap und fuck das Niveau. Sie reden viel von Geld, doch kein Zehner dran. Schlaf die Gang, erstmal mischte die Sechern und dann fahren wir dran. Wann kommst meine Eier mit Erlaubnis sehen, was zu suchen? Brüder sind auf Zeit, die Gold macht Befehl. No Cap, ich flieg alles und dies macht die Platte. Denn wir machen wollen alle auf einmal mit. Sie schauen meinen Arsch, die neue Lächeln aus Prinzip.
warte, weil ich was ich mache auf den Beat packe. Muss sie wissen, was ich mache. Ich fall in die Straße, aber mach ein Beat parat. Hey, Roberto, musst du brachte deine 100 Gramm auf Kombi, aber machst du diese besser, mach Platz. Auf Kombi, aber machst du diese besser, mach Platz. Was schlapp in der Siedlung, allerbeste Siedlung. Blute, Bunker, Kilos, Asch, deine Kito. 100 Sitz von Kipos, doch bleib mal in Silos. Diese Jungs bringen Rap auf anderes Niveau. A.K.A. Chocolate Boy 93 wieder, Digga. Das war's. So. Danke an alle, die noch da geblieben sind, um die Show zu genießen. Appreciate it. Big Bang, wenn der Junge am Mic steht, kriegt man es, wenn die Zeit auch vorbei ist. Wieder und wieder verprasse ich Kohle für Scheiß. Bin ich verrückt oder bin ich's mir eigentlich? Das Schicksal entscheidet den Treffnuss. Vielleicht ein Drop Platz sagen, wieder Level Up. Ja, es wäre doch mein Blut, wenn ich's besser hab. Next Call, wieder Dodies am Apparat. Essen Drogen in der Blutbahn, wer marsch? Nächte, welche Schüsse bist du weg? Kissrick arbeitet im Team nur die Besten. Seven in Chip und wer will sich noch messen? 3 Jahre Rap nur für ein paar, sein Päckchen. Und ich bin ein waschechter Hoodie, Bro. Hold up the money and hold up the action. Ja, ich bin bereit für die Zukunft, Bro. Kein Schlaf, wer traf wegen Mächten. Geld, Rest von Dreams, no faces. Big Bang, wenn der Junge am Mic steht. Big Mess, wenn die Zeit vorbei ist. Kein Schlaf, wer traf wegen Mächten. Sie wollen wissen, wer ich bin, Mama. Hab ich verloren auf dem Weg. Doch ich jage mein Traum. Es fühlt sich an, als wär ich blind, Mama. Ich seh die Leute reden, aber bring mir nicht nah. Auf die Leute, die sich fragen, wer ich bin. 26 Jahre, verliebt in die Musik, seitdem ich atme. Wir mussten auf der Beat gedreht, ich spiele meine Seele. War ein Kind, das jeden Kampf alleine kämpft und nicht viel redet. Tausende Probleme, zu viele falsche Wege. Jeder Stein, der mich zu Boden warf, hat mir den Weg geebnet. So viel Energie, für mich nie neu geboren. Keine Ketten an den Händen, die mich halt gesteigt kämpfen. Boah, wie erfüllt es aus der Asche, Mama. Sie wollen Stufen, war ich Krieg, Mama. Sobald es halt vom Paradies, Mama. Es gibt die Hands von Menschen, die sagen Musik. Sag ich sofort und ist ein Teil von meinem Wissen, wer ich bin, Mama. Aber ich verloren auf dem Weg, doch ich jage meinen Traum. Es fühlt sich an, als wäre ich blind, Mama. Ich seh die Leute reden, aber bin gar nicht da. Sie wollen wissen, wer ich bin. Aber ich verloren auf dem Weg, doch ich jage meinen Traum. Es fühlt sich an, als wäre ich blind. Ich seh die Leute reden, aber bin gar nicht da. Ich erzähle, wie die Story begann. Ich glaub, mit 6 Hüten von Trip interessant. Das perfekte Beispiel. In der Grundschule wohnte ich schon arrogant. Ich war so glücklich, was war das für eine Zeit? War da dein Hübschloch auf dem Klohmann? War sowas von begeistert. Legendärer MP3 mehr mit 8 GB Speicher. Die Geschichte zieht sich noch weiter. Ich hab Fokus 10 gegeben, aber ich fand es. Nein, langsam, bitte. Also jeder hier hat erstmal Respekt verdient. Die hatten alle mir lieber nicht den Kopf geflickt. Warum Fokus 10 Punkte diesmal? Ich musste alle in Relation setzen und der Fokus hat einfach in allen 3 Runden, war der bei mir angeklingelt. Und angeklingelt habe ich schon sehr wenige Künstler. Der Grund ist erstmal die Musikalität. Ihr habt gemerkt, wie ihr abgegangen seid. Dann jedes Mal hat er eine Hook gehabt, die für mich einen Wiedererkennungswert hat. Und Ohrwurm. Also wenn ich den in Spotify-Playlist packe, dann fällt der gar nicht auf, obwohl er ist besser als Tilo. Ja, aber so, er fällt nicht auf, weißt du, er hält mir den Niveau mit und deswegen 10 Punkte. Kayla, okay. Du hast mich echt positiv überrascht in der letzten Runde jetzt. Speziell dein Song war ein sehr, sehr runde, also eine sehr runde Nummer. Qualitativ sehr, sehr gut produziert, auch wie du es rübergebracht hast, auch dein Flow auf dem Beat und allgemein jetzt. Daher habe ich dir 10 gegeben. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen jetzt schlechter waren, sondern dass der Song, der, also das Allgemeine jetzt, das Rundum-Paket, einfach ein Tick mehr meinen Nerv berührt hat, sage ich mal. Wobei ich ehrlich sagen muss, die ersten 2 Runden hatte ich dir nicht so viele Punkte gegeben, weil mir die Songs oder allgemein alles nicht so gepasst hat, sage ich mal. Aber eben in der letzten Runde hast du mich echt übertrieben, überrascht, sage ich mal.
ich habe auch 8 Punkte gegeben. Ich fand einfach Performance geil, die Songs geil. Man hat einfach gefühlt, man hat einfach eine geile Performance, geile Songs, geile Technik, gut gesungene Sachen. Ja, auf jeden Fall stabil. Okay, ich habe nur 7 gegeben, was aber gar nichts heißen soll, weil du warst in der ersten Runde und auch in der zweiten immer eingeklingelt als einer der rausstechenden und deswegen, ich musste alles in Relation setzen. Zum Beispiel jetzt in der letzten Runde der junge Mann, der noch kommt, Mouche, der hat halt einfach auf der Bühne abgerissen so. Wie alleine performt und die Leute mitnimmt, deswegen, aber auf jeden Fall guter Künstler. Yeah, dann gehen wir gleich zum nächsten. Batu, ich zieh meinen Hut, den ich nicht anhabe. Respekt auf jeden Fall. Hat echt teilweise Gänsehaut und hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Also du hättest auch aus deiner Weststadt sein können, so vom Inhalt her, was du von dir gegeben hast, sag ich mal. Man hätte in der gleichen Ecke, als wäre man in der gleichen Ecke groß geworden sozusagen. Also, das Einzige, was ich bemängeln muss, ist, dass live noch mehr mit den Leuten zusammenarbeiten, aber du hast live gerappt und hast auch kein Backup gehabt, das ist auch nochmal eine Nummer für sich, komplett den Text durchzurappen, so. Und auch als du ganz kurz deinen Part verpeilt hattest, bist du auch super wieder zurückgekommen und hast es wieder einfach übernommen. Wie gesagt, ich habe echt Gänsehaut teilweise gehabt durch deine Lyrik, durch den Inhalt, was du da gerappt hast und daher auch 10 Punkte. Also, ich kann mich Jason anschließen, genau das gleiche wollte ich auch sagen. Einfach ein krasser Künstler mit, die Lyrik war brutal, ich habe Gänsehaut bekommen. Baba, also von mir aus auch 10 Punkte. Oh, krass. Ja, also ich habe bei Batu geschrieben, die Attitüde und Authentizität. Ich habe zwar auf dem Blatt 8 stehen, aber dann, boah, da wäre der 1 Punkt, das ist krass. Weil wenn ich den in Relation setze, ist es für mich schwierig. Ich muss halt den in meinem Wort stehen am Ende des Tages. Dass wir die zwei nochmal einen Song performen lassen, noch 1 gegen 1 dann am Ende, weil so wird jetzt auch 28 Punkte kommen. Schwierig. Leute, das ist echt ehrlich, lass das. Ja, weil ihr kommt beide auf 10 jetzt und dann wären wir bei 28 Punkten. Egal, lass mal aufhören und dann gucken. Okay. Okay, zum nächsten jetzt. Moose. Super Performance. Erstmal. Wäre auch schon fast aufgestanden, mit dir rumgehüpft. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Gut performt. Ich gebe zu, es ist nicht 100% meine Musikrichtung, wenn es um Rap geht, sage ich mal so. Aber das tue ich einfach mal zur Seite, weil wenn wir jetzt auf einem Konzert gewesen wären, vor allem auch vor Savage Konzert, dann bin ich mir sicher, dass du die Crowd auf jeden Fall gerockt hättest, so mit der Art und Weise, wie du durchgedreht bist. So. Und daher 9 Punkte. Ja, voll. Deine Performance war super krass. Ich dachte, ich bin auf dem Schwester-Konzert, Alter. Hast du mies abgerissen auf jeden Fall. Qualitativ auch extrem hochwertig. Ja, geile Nummer auf jeden Fall, geiler Sound. Einzigartig. Deswegen von mir auch 9 Punkte. Ja, ich glaube, bei mir ist es so wie bei Chase. Also überhaupt nicht meine Musik, aber du hast mich halt überzeugt. So. Das ist, also ich gehe da auch mit, ich habe auch 9 Punkte. Dann kommen wir zum Dodo. Auch super live gerappt, gut harmoniert mit dem Partner, immer schön abgewechselt hin und her, auch schön mit der Crowd gearbeitet. Daher auch 9 Punkte. Also ich hab den auch gefeiert, oder beziehungsweise die beiden, die haben geil abgeliefert. Freshen Sound reingebracht, so. Ja, einzigartig. Von mir 7 Punkte. Geile Nummer auf jeden Fall. Ja, bei Dodo habe ich 6 Punkte gegeben. Nicht als Disrespect auffassen, da wieder hat ja auch noch 6 Punkte bekommen. Ich habe einfach die Relation gesehen und dafür war Fokus, Kayla, Batu und Moose einfach zu stark. Und dass man, wenn man das in Relation setzt, der eine wie er Bühnen performt, der andere von seinem Ohrwurm hooklastig, der andere, der komplett ohne irgendwie
hinten dran Playback rappt und das muss man halt in Relation setzen. Deswegen alles große Künstler auf jeden Fall, gut gerappt. Die Leute reden immer dann, wenn ich am Ackern bin. Sind mein Rücken aber nur, solange die Kasse stimmt. Eigener Antrieb fehlt, sie wollen verdienen an meiner Platte. Stechen Messer in meinen Rücken für 2K in ihrer Jacke. Und heute brauche ich keinen von euch was zu beweisen. Denn was ich gerade bleibe, ist das, worin wir uns unterscheiden. Manipuliert und geblendet von Mafia und Ruhm. Sie reichen mir die Hand, doch vergiften mein Blut. Ich fühle mich immer wie im Rausch, wenn ich wieder die Booth betrete und auftrete. Und jedes Mal, wenn ich da rausgehe, schreibe ich ein Stück meiner Seele auf Papier. Fühlt sich an wie freier Fall, auf der Suche nach mehr. Sie wünschen sich so sehr, dass ich liegen bleib, nicht aufstehe. Doch solange ich dieses Feuer in meinem Herzen noch trage, finde ich einen Ausweg, ja. Danke, Fokus! Also, Muss macht weiter. So, ich hab mich verstanden gegessen. Zu viele Rapper in Pinnis. I'm the greatest Pokémon in the Guinness. Dribble die Kyrie. Kann ich verlieren, ist gewohnt zu gewinnen. Ich kann nicht mehr folgen, I'm too used to lean. Can't knock me down, I'm too used to beating. Can't push me around, versuch grad zu fliehen. Rapper, die kommen und gehen, doch ich bin geblieben. Sie macht Rapper, der Shit ist so dirty. Sie sacken die Kirby, du willst nicht checken. Dann google das Lupe, das Welt ist so big, dass du es nicht untersuchen kannst, weil es nicht unter die Lupe passt. Genau. Ja, Mann. Krass, hast du schon mitbekommen? Batu rappt jetzt und geht aufs Ganze. Zack, einfach was hochgeladen, ohne dass mich irgendjemand kannte. Keiner hatte die leiseste Ahnung, was ich mache, nicht mal Verwandte. Ich bin nicht so wie ihr, denkt bitte nicht von mir, dass ich in Videos tanze. Ich rappe niemals was von Teletin, Amphetamin oder was sonst noch so endet auf ihn. Keine Sorge, ich bin keiner von ihm. Zieht Kokain, trinkt euer Lean, aber bitte lasst uns damit in Frieden. Distanziere mich von eurer Welle, weil ich meine Linie selber kenne. Hey. Ich bin in meinem Modus, immer auf Fokus, schreib meine Texte. Keiner auf diesem Globus bringt mich dazu, dass ich nicht mehr rappe. Guck, wie ich zerfetze, will meinen eigenen Kuchen. Scheiß mir auf eure Reste, einzigartiger Style. Brachte mir alles selber bei. Ja, so langsam wird's mal Zeit, dass ich mein Talent mit euch teile. Hab schon viel zu lang daran gefeilt, an den Faust und an meinen Rhymes. Ja. Wir haben jetzt die Platzierung, es ist eigentlich gleich geblieben, nur wir hatten ja zwei mit, auf dem zweiten Platz mit gleichen Punktzahlen. Jetzt fange ich einfach an vorzulesen. Also auf Platz 6, aber auf jeden Fall im Finale, deswegen auf jeden Fall stark, ist Lavida mit 21 Punkten. Applaus für den jungen Mann. Auf Platz 5 haben wir die zwei Jungs, Dodo mit 22 Punkten. Auf Platz 4 haben wir Kayla mit 25 Punkten. So, die machen das ganz clever. Das erinnert mich ein bisschen an 4-7, wo jeder das Mic abgibt. Jetzt gibt es zu Dianusch, dann gibt es wieder andere, egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken, wer von euch lauter entscheidet. Und zwar momentan gibt es zweier Plätze. Und ihr entscheidet jetzt einfach, wer lauter ist. Einmal für den ersten Künstler und zwar für Moose. Okay, der zweite Künstler für Fokus. Also jetzt könnt ihr aber sagen, was ihr wollt, oder? Er spricht's aus, ich sag gar nichts mehr. Wer war das jetzt lauter? Habt ihr für Fokus? Ja, Fokus natürlich. Mein RTL. Okay, also, somit Platz Nummer 3. Ein riesen Applaus für Moose. Platz Nummer 2. Riesen Applaus für Fokus. Und der heutige Gewinner des heutigen Abends ist mit 31 Punkten Batu. Thank you.
Unterwegs in einem G-Wagon. In Kaffee und spiele Backgammon. Wer will sich Bestie aller Kopf? Albania, Italien, Mafia, Interfarm.